Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei der vierten Newcomer TV-Nacht hier in der Musikhalle Portstraße am Fuße des wunderbaren Taunuses. Ein fantastischer Novembertag liegt hinter uns und wir sind so in dieser geheimnisvoll, leicht melancholischen bis überbordenden Stimmung, uns heute einen absoluten Rock'n'Roll-Abend reinzuziehen hier in der Musikhalle Portstraße. Und wir haben auch vier fantastische Bands eingeladen und eine davon möchte ich euch jetzt vorstellen aus Wiesbaden, die das Simon Henderson Trio, und als da wären der wunderbare Nick, Andreas und eben Simon. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Wunderbar, euch hier zu haben. Euch gibt es in der Form seit 2017, glaube ich. Ja, genau. Ja. Und ihr seid, obwohl ihr so jung seid, aufgebrochen in die Roots-Geschichte des Blues, des Rocks vorzudringen, um diese fantastischen Klänge von großen alten Göttern neuzeitig wieder zu beleben? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich würde sagen, wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo wir versuchen, diese ganzen Einflüsse, die wir haben, in eine neue Richtung irgendwie zu lenken. Also unsere Roots sind vor allem Blues und Bluesrock und so weiter. Und das, was wir am Anfang gemacht haben, und das ist auch, was wir heute hören werden, zum größten Teil. Aber wir sind gerade in einem Zeitpunkt, wo wir einen kleinen Stilwandel machen, wo wir dann, ja, also keinen großen Stilwandel, sondern wir versuchen, die Elemente, die wir jetzt kennen, sozusagen umzuwandeln in etwas Neues und in eine neue Richtung zu gehen. Das ist so, was wir gerade planen, genau. Ja, genau. Das Interessante ist eben, dass wir eben nicht nur die Einflüsse nehmen, mit denen wir quasi groß geworden sind, sondern uns halt versuchen, wie soll man das sagen, neu inspirieren zu lassen und eben an neue Orte zu gehen, neue Sounds zu entdecken, das quasi zu integrieren und quasi eben versuchen, dieses minimalistische Prinzip von einem Trio, soweit es geht, auszuarbeiten. Also, dass man nicht das Gefühl hat, das ist Jimi Hendrix, sondern das ist das Simon Henderson Trio. Und wenn man halt erst 2 Jahre miteinander Musik macht, braucht man halt erstmal ein Jahr, wo man sich findet, wo man halt so ein bisschen musikalisch, ich sag mal, Krieg führt und guckt so, okay, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Und da war eben unser gemeinsamer Nenner gewesen. Aber jetzt haben wir gemerkt, okay, irgendwie haben wir einen definierteren Sound, die Definition von der Musik, die wir machen wollen, ist halt irgendwie ausgefeilter. Und wie er ja bereits gesagt hat, das ist so die Richtung, in der wir halt gerne gehen möchten. 2017 habt ihr angefangen loszulegen. Gab es schon vorher irgendwelche Formationen, wo ihr schon mal zusammengearbeitet habt? Ja, also ich hatte mit dem Andres zusammen eine Band gehabt, eine fünfköpfige Band. Das war halt so in die Richtung Hard Rock, Blues. Wir haben uns ein bisschen Siehst gar nicht so hart aus. Also ich komme eigentlich vom Hard Rock, vom AC/DC. Spiel Gitarre, hab mir dann irgendwann das Bassspielen angeeignet und... Ich hätte dich jetzt so mit der Tolle und so Rockabilly-mäßig... Ja, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber bei mir ist knallharter Rock. Genau. Wie ist das eigentlich mit den Auftritten? Macht ihr das alles selbst oder habt ihr eine Agentur? Bis jetzt machen wir alles selbst. So, genau. Ist das hart, so jeden Tag telefonieren oder so? Oder habt ihr da ein System? Macht ihr mehr übers Internet oder ist das Telefon ein wichtiger Kommunikationsfaktor? Also es kommt drauf an. Also jetzt haben wir einen Manager, der uns hilft, die Gigs zu organisieren. Das ist ganz cool. Erst neulich, frisch. Und deshalb, wir sind auch, wenn wir jetzt fertig sind mit der EP-Produktion, fangen wir dann auch direkt an zu touren und versuchen in Berlin eine Tour zu starten. Und da hilft uns eben dieser Manager, den ich in Berlin kennengelernt habe. Der Philipp, genau. Ja, genau. Und unabhängig davon war es halt eigentlich immer so, ist es irgendwie bei mir so natürlich aus mir herausgekommen, dass ich nach den Gigs eben gesucht habe. Ich finde es ganz entspannt, weil ich laber sowieso viel, deshalb. Kein Problem. Ich habe so ein bisschen recherchiert und dann so fiel mir das immer so auf. Da habe ich mich so ein bisschen so bei Stoner Rock, gibt es ja diese Desert Sessions und bei euch las man viel von den Berlin Sessions. Was ist irgendwie da passiert? Weil diese Ergebnisse aus der Berlin Session sind ja auch in eure aktuellen EP eingeflossen. Was ist da passiert? Also es ist so gewesen, dass ich und Andres, wir beide waren 9 Monate lang in Berlin, beziehungsweise er 1 Jahr, ich 9 Monate, haben wir da gewohnt und da gibt es ja eine rege Musikszene, so viele Jam-Sessions und da war es einfach so, dass wir
auf jeden Fall sehr viel gewachsen sind als Musiker. Ja. Wir sind so gewesen, wie wir am Anfang waren, dann sind wir nach Berlin gekommen, wir sind zurückgekommen und waren andere Leute sozusagen. Also jetzt nicht von der... Ihr seid Männer geworden. Ja, genau. Nee, nicht von der Persönlichkeit her, sondern einfach von der Musik her. Wir haben halt viel mehr Musik gemacht, viel mehr Erfahrung gesammelt, viel mehr schlechte Musik auch gemacht. So, ja. Also es ist einfach auch passiert, dass manche Sessions waren einfach kacke. Ja, aber dann haben wir genau versucht zu verstehen, warum. Und das heißt, es gab wirklich einen Prozess zu verstehen, warum ist Musik gut und warum ist es manchmal nicht so gut. Warum gibt es manchmal eine Interaktion mit dem Publikum und warum manchmal nicht? Warum sind manchmal die Bands einfach, warum haben die manchmal einfach keinen so einen, wie soll ich sagen, so einen vollen Sound eben. So keinen vollen Sound, wieso sind sie nicht so attraktiv im Sinne von Klang, ja? Und einfach viel gelernt, viele neue Musik gehört, auch viele neue Musiker kennengelernt und das war halt vor allem für uns beide sehr großen Einfluss. Und dann kam der Simon natürlich auch mal vorbei und musste das alles mal kennenlernen, was wir da so gelernt haben. Ja, mal kennenlernen. Genau, kennenlernen. Dann hatten wir zum Beispiel auch eine Jam-Session bei uns in der Wohnung nachts. Ich wollte gerade fragen, weil waren diese Sessions immer öffentlich oder habt ihr die im Studio mit befreundeten Bands oder anderen Musikern aufgenommen, immer gleich analysiert die Aufnahmen? Also jetzt, ich würde nicht sagen, dass es jetzt, es ist so ein bisschen von allem so. Also wir hatten auch ein paar Studio-Sessions, zum Beispiel hatten wir ein paar Kollegen, die eben Audio-Engineering studiert haben und dann hatten wir halt die Möglichkeit in einem Studio auch einfach mal Sachen aufzunehmen und da haben wir auch sehr, sehr viel gelernt, eben einfach wie muss es laufen im Studio, wie verliert man Zeit, ja, wie kommt da ein Flow zustande, ja, wann sieht man auch, dass vielleicht ein Audio-Engineer vielleicht nicht der Beste ist, mit dem man gerade arbeiten sollte. So Sachen haben wir natürlich auch gelernt. Also privat, aber auch öffentliche Jam-Sessions viel ausgenutzt und so weiter. Ich lese so oft in irgendwelchen Vitas von Bands, dass sie bei Bandwettbewerben spielen, weil im Grunde genommen es kaum eine Alternative gibt, weil dieses Land wird überflutet von zigtausenden von Bandwettbewerben. Und wenn man einfach mal Gigs haben will, bleibt einem nichts anderes übrig. Ist das der Grund, weswegen ihr an manchen Bandwettbewerb teilgenommen bzw. ihn sogar gewonnen habt? Oder bettelt ihr euch gerne mit Musikkollegen? Das Thema, ja, wir haben uns den ersten Platz geteilt. Aber das Thema ist unabhängig davon, es ist irgendwie, also ich habe nicht so das Gefühl, dass wir uns kloppen wollen mit anderen Musikern und sagen so, okay, wer ist jetzt wirklich der Bessere und so weiter und so fort. Ich finde, das killt irgendwie die Musik so ein bisschen, ne? Unabhängig davon muss ich aber sagen, so, ich finde halt die Preise, die dann da waren, halt ganz attraktiv, so, ne? Ein Wochenende mit Heidi Klump oder was? Ja, nee, also wir haben als Vorband von Randy Hansen gespielt auf dem Ziegelei Festival und genau, dann auch ein gutes Preisgeld eingesammelt und das Festival war total geil, wir haben mega viel Spaß gehabt und der Gig war einfach, also wir haben so eine gute Resonanz gehabt, dass die zu uns sogar gesagt haben, hey, nach Randy Hansen habt ihr hier echt die beste Show geliefert, sondern haben wir uns gedacht, so krass, okay, cool. Und dadurch sind dann wieder neue Kontakte zustande gekommen und so, aber nur um Gigs zu kriegen, ist es quasi ein bisschen, das wäre ein bisschen zu wenig. Also dann würde ich eher die Arbeit investieren und halt nach ein paar Schuppen suchen, so, ne? Gut, was du ja auch machst. Ja, genau. Mhm. Also das ist eher so meine Herangehensweise, sondern mehr so, okay, abwägen so, was gibt es zu gewinnen, was kann man kriegen, genau. Mhm. Wir haben ja jetzt immer mal wieder angedeutet, es gibt diese EP, gibt es sie? Ist sie schon erschienen oder erscheint sie im Dezember oder erst im Januar? Also, sagen wir es so, ich habe ja vorhin davon geredet, dass wir in eine neue Richtung musikalisch gehen. Also das wird jetzt keine Überraschung, wir spielen jetzt nicht auf einmal Disco-Schlager, ja, aber sondern wir sind gerade in einer Phase, wo wir uns zusammensetzen und die Musik, die wir auf einmal spielen und die wir schreiben, klingt einfach anders als das, was wir davor gemacht haben. Und es ist irgendwie so, dass wir gerade einfach Lust haben, diesen Klang, den wir gerade irgendwie haben, den wir gerade gefunden haben, den irgendwie aufzunehmen. Der ist noch nicht fertig. Wir sind gerade in der Planung. Ja, also ich denke, man könnte damit rechnen, nächstes Jahr erst, vermutlich Anfang der ersten Hälfte oder erste Hälfte nächstes Jahr. März, April oder sowas. Ja. Im Studio oder habt ihr mittlerweile mit Software und gekauften, geliehenen Mikrofonen und Dämmmaterialien und whatever, coolen Amps im Proberaum eigenes Studio aufgebaut oder wie sieht das bei euch aus? Also
bei uns ist es so gewesen, dass ich habe eine Zeit lang in Madrid in einem Tonstudio gearbeitet und ich habe dann einen Produzenten kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut angefreundet habe, und er hat uns quasi angeboten, für einen guten Preis die komplette EP gemixt und gemastert aufzunehmen. In Barcelona? In Madrid. In Madrid, genau, in Spanien, genau. Und da haben wir uns natürlich dann gedacht, so, okay, vielleicht gibt es eine bessere Möglichkeit hier, aber bis jetzt haben wir noch nichts gefunden, und dann waren wir so abgewegt und dann haben wir festgestellt, okay, das macht am meisten Sinn. Das ist ein tierisch geiler Produzent. Der macht seinen Job wirklich gut. Der hat 25 Jahre lang Erfahrung. So. Ein echt cooles Studio. Hat 5 Räume, soweit ich das weiß. Alle miteinander. Also es ist ein High-End-Equipment. Und da geht es schon los, oder? Also wenn wir da hingehen, ist die EP im Sack. Also das heißt dann, also wenn wir nach Madrid gehen, da heißt dann nicht groß rumdiskutieren, sondern wir sind halt alle drei irgendwie Charaktere, die sich halt auch so ein bisschen um ihren Platz kämpfen. So, da ist viel Dynamik zwischen uns. Ist gut für die Musik. Genau, und es geht halt darum, dass wir eben in das Studio gehen wollen und sagen, okay, die Songs sind so, wie sie sind, jetzt fertig. Die sind erledigt. Die gehen vom Arrangement her. Die sind jetzt wirklich, das ist der Sound, den wir uns vorstellen. So geht der auf die Platte. Und da gibt es dann, keine Ahnung, 2% Feinschliff. Aber der Rest ist wirklich schon, das soll das Produkt werden im Endeffekt. Ich würde aber gerne ein Studio eigentlich gerne aufbauen, muss ich ehrlich zugeben, mit denen hier. Das wäre echt ziemlich cool. Also jetzt unter uns, also wir haben ja Proberäume hier in den Bunkern in Frankfurt, und da habe ich auch einen, und wir haben alle, also die meisten Bands haben mittlerweile in ihren Proberäumen irgendwelches Computer-Equipment mit halbwegs guten Mikrofonen installiert. Du kommst zwar jetzt nicht an internationalen Studio-Sound ran, aber dadurch, dass du jede Probe, jedes Ding mitschneiden kannst, kannst du die besten Aufnahmemomente zusammenstellen, und wenn du das alles mehrspurmäßig hast, du findest immer jemanden, der irgendwie cooles Mastering macht oder der mal einen coolen Mix hinlegt. Also besser als im Studio, sage ich jetzt mal, eine Woche Studiozeit und leider nicht den richtigen Moment erwischt, ja, weil das ist so. Nee, genau, also ich würde das wirklich gerne machen, und ich arbeite auch gerade dran, aber also einfach ein paar Mikros zu organisieren und Computer da irgendwie reinzustellen und einfach aufnehmen zu können, weil ich mich sowieso dafür interessiere, ja, für Produktion und so, aber ist es halt einfach auch eine Geldsache, ja, und das muss man halt an sich ansparen. Ihr seid jung, ihr seid kräftig, ihr könnt noch als Sklaven arbeiten. Ja, stimmt. Hast du einen Job? Ja. Machst du? Ja, schon. Also ich bin ausgelernt als Maler und Lackierer und möchte gerne in die Musikproduktion oder halt hinarbeiten, dass es mit der Band was wird eventuell. Ne, bei mir vorne, also so, ich wohne im vierten Stock in Bornheim, und nächstes Haus, Gerüste emporgewachsen, und da arbeiten auch so aerodynamisch gebaute Maler und Lackierer den ganzen Tag, und vielleicht eine... Mit dem Kuchennacken. Ja, genau. Und ich muss dazu sagen, mir macht der Job überhaupt keinen Spaß mehr, und ich würde echt gern... Einfach in die Musik. Aber das ist halt unser Los, ja. Musiker, und müssen immer noch, entweder die einen fahren Taxi, die anderen machen irgendwelche Krankenpflegerjobs oder whatever, damit sie irgendwie die Musik finanzieren können. Es war ein tolles Gespräch mit euch, und ich wünsche euch da draußen an den Fernsehern jetzt eine fantastische Zeit mit dem Simon Henderson Trio aus Wiesbaden und einem fulminanten Konzert hier bei der vierten Newcomer TV-Nacht in der Musikhalle Portstraße. Vielen Dank und viel Spaß. Tschüss. Ciao.